Moin Leute, willkommen zurück bei Van360 TV, heute mit Chris. Ja, moin. Und seinem schönen Synchro, den ihr schon andeutungsweise im Hintergrund seht, den wir euch aber bewusst noch nicht zeigen. Richtig geiles Teil, ihr könnt richtig gespannt sein. Bleibt dran. Na, haben wir euch zu viel versprochen? Ich hoffe, die Moin. Bilder haben schon so ein bisschen für sich gesprochen und eine gewisse Verheißung bei euch geweckt. Wir sind ja in unserem Format heute unterwegs, Leute und ihre VW-Busse. Chris haben wir eingangs schon mal kurz Hallo gesagt. Und Chris führt uns mal so ein bisschen durch seinen Bus, durch die Erlebniswelt, die er im Rahmen der Restaurierung seines Busses erlebt hat. Der Bus wurde nicht bei uns gemacht, das muss ich dazu sagen. Und lass uns mal ganz klassisch starten in dem Format mit der Frage, wie bist du dazu gekommen, VW-Bus zu fahren? Ja, wie bin ich dazu gekommen, VW-Bus zu fahren? Also es war irgendwann der Punkt, da musste was für einen Spaß her. Ne? Und wie das so ist, man sucht sich ja oft was aus seiner Kindheit oder Jugend raus. Ich bin am Nürburgring groß geworden, da hat man eher so den Fokus Rennauto und nicht unbedingt ein VW-Bus, und ich war irgendwann in der glücklichen Lage, mir einen alten klassischen 911er kaufen zu können. Und das war auch mein Ding, ist auch mein Ding. Es war aber, ich sag, wie wenn du beruflich unterwegs bist. Ne? Du warst quasi immer zu schnell unterwegs. Und ich habe auch eine Familie, ich habe zwei Kinder. Und als reiner Zweisitzer gab es dann irgendwann auch den Streit, wer mit Papa dann mal mit da. Und dann haben wir Familienkriegsratssitzung abgehalten, nicht im Tipi, sondern in der Küche. Und haben überlegt, ich habe gesagt, Mensch, Papa verkauft den Porsche. Und die Kinder waren ganz traurig. Ich sage, nee, wir machen hier was Neues. Ja. Und haben das als Familienentscheidung, Projekt dann entschieden. Es musste ein VW-Bus her. Und die Kinder wollten unbedingt einen T1 haben. Ich sage, guck mich mal an, da passe ich gar nicht rein. Ja, das ist ein bisschen eng. Und da brauchen wir nach Italien und doppelt so lang wie mit sowas dann hier. Und ich wollte halt auch was haben, was, wo man die letzten 15 Meter irgendwo oder 50 Meter hinkommt, wo die anderen nicht hinkommen. Also es musste ein Allrad her. Und ich fand den T3 eigentlich schon immer ganz cool und ganz schön. Und dann ist er es auch geworden. Ja, T3 Synchro. Es gibt ja ganz verschiedene Setups, die man so machen kann. Auch das haben wir dann so besprochen. Und wir haben uns aber dagegen entschieden, so einen Vollcamper irgendwo zu bauen. Also klar, wenn ich mal so alleine unterwegs bin mit einem Kumpel, der auch einen Bus hat, dann ist das schon super. Aber zu viert da drin schlafen im Urlaub und dann im Sommer bei über 30 Grad. Also ist das eher so, war die Idee, so ein Offroad-Adventure-Wochenend-Freizeit-Mobil zu bauen, mit dem man aber nicht nur irgendwo im Sommer an den Strand beim Surfbrett fahren kann, sondern auch im Winter zum Skifahren. Ja. Und wenn man mal so den kleinen Hunger zwischendurch verspürt, sich auch was zubereiten kann oder auch mal am Strand irgendwo sich hinhauen kann, ein bisschen pennen kann aus der Sonne raus. Und, aber ich glaube, das sehen wir dann nachher dann drin irgendwo. Ja, genau. Wenn wir mal reingehen. Wir gucken ja auf alle Fälle rein. Das kommt meistens im Laufe der Folge dann ein bisschen später, so ab der Mitte, vielleicht hinteres Drittel, Spannungsbogen. Wir starten ja ganz klassisch in der Regel mit Aufklebern. Das können wir auch mal kurz machen an deinem Bus, aber an deinem Bus ist außen so viel angebaut. Ich glaube, das ist für die Leute viel interessanter, dass wir darüber reden. Ne? Ja, was mir aber ins Auge gefallen ist, ist dieser Aufkleber hier vorne beispielsweise. Was hat denn der für eine Bedeutung? Ja, das ist keine Eigenkreation von mir. Das ist
Wer sich so ein bisschen mit Motorsport oder Actionsport in dem Bereich ein bisschen beschäftigt. Ja, das ist ein Aufkleber von Ken Block, ein amerikanischer Rallye-Fahrer, der auch so ganz viele Drift-Videos und sowas gemacht hat. Fand ich wirklich immer ganz nett anzuschauen. Der ist leider verstorben jetzt vor kurzem. Und das ist so ein bisschen im Memoriam und er bleibt jetzt so ein Jährchen auf dem Bus dann drauf. Ja, genau. Okay. Steckt so ein bisschen Rallye-Historie dann mit in dem Bus im Aufkleberformat. Genau. Okay, dann lass uns mal, was haben wir hier? Also vielleicht einmal ganz kurz der Farbcode vielleicht von außen. Der ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Man denkt vielleicht, es ist ein Bundeswehrbus. Ja? Es war kein Bundeswehrbus. Ich wollte es aber so ein bisschen in diesen nicht unbedingt Bundeswehr, sondern Wald-Tarn-Look. Ja. Also ich bin da dann noch eher in Europa meistens unterwegs und da muss man gucken, dass man da getarnt ist. Es ist ein Olivgrün, das ist RAL 6003, Olivgrün, aber eben glänzend und nicht wie bei der Bundeswehr in matt. Ja. Okay. Ja, genau. Und ja, du hast eben die Anbauteile angesprochen. Ja. Ist nah an der Serie. Der Bus. Ja. Für jeden ganz klar erkenntlich. Ja, wir haben die Bügelspiegel drauf. Ja. Klar, ich finde die optisch ganz cool, die Dinge, aber man sieht auch einfach mehr. Ja. Gerade wenn der hinten so ziemlich zugebaut ist. Auf alle Fälle. Dann ist das ganz gut. Dann haben wir die Verbreiterungen da drauf. Ist auch mal ganz gut, wenn man irgendwo so an Ästen mal vorbeischraubt, dass da nicht sofort was am Kotflügel ist. Alufelgen mit einer Offroad-Bereifung drauf. Dann haben wir hier die Rockslider dran, dass man ihn auch artgerecht mal bewegen kann. Aber für mich das persönliche Highlight, das sind die Dinger, das sind Van-Locks heißen die. Ja. Ich meine, so ein Schloss von 1900, also vom Baujahr 87, ist nicht mit dem heutigen Standard zu vergleichen. In der Tat. Und ist wahrscheinlich mit so einem umgebogenen Kleiderbügel auch schnell dann auf. Und damit kann man den Bus dann wirklich eben nochmal so komplett zuverriegeln. Und dann brauchst du schon Brecheisen. Ne? Ja. Und ich meine, wenn einer rein will, will er rein. Ja. Aber man muss es ja so schwer wie möglich machen. Genau. Ne? Darum geht es. Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, die man hat. Genau. Und das schreckt ja auch schon ab dann teilweise. Ne? Genau. Also gerade wenn man so im Süden unterwegs ist und wenn wir dann so einen Tagesausflug machen und der dann so einen Tag unbeaufsichtigt irgendwo steht. Ja. Es gibt noch so ein paar andere Sachen wie GPS-Tracker und sowas, aber wo die jetzt versteckt sind, das weiß ich nicht. Wir wollen noch nicht alles verraten. Genau, ja, dann haben wir einen Dachträger oben drauf, dass man auch ein bisschen Gepäck mitnehmen kann. Ich habe auch immer so eine Dachbox oben drauf. Ja. Im Sommer ist da Campingzeug drin, im Winter sind die Skier dann da drin. Ja. Ich habe ein Solarpanel oben drauf, dass man auch jetzt nicht wie in einem klassischen Wohnmobil eine Woche autark irgendwo, aber so 3-4 Tage, ohne dass man ihn bewegt und die Kühlbox an ist, das geht schon ganz gut. Spaten auch. Der darf nicht fehlen, das haben wir schon auch gelernt. Nicht nur fürs Geschäft irgendwo im Wald, sondern auch wenn man sich mal festfährt. Ne? Gut, Wagenheber, so der Standard T3-Wagenheber aufgrund der Höhe, das wird herausfordernd. Da muss ein bisschen was Größeres her. Also, ist ja ein bisschen höher, der Bus. Ja, dann haben wir hier noch so einen Zyklonfilter dran. Also ich bin auch viel im Sommer mal, wir waren jetzt in Italien. Ja. Das ist viel staubig, gerade wenn man so irgendwo fährt, wo Sand ist und geplant ist. Das war eigentlich so die Idee, als ich den gebaut habe. Ich will den mit meiner Frau dann, wenn die Kinder, weiß ich nicht, aus dem Haus sind oder bei Oma und Opa sind, mal den Hippie-Trail nach Indien fahren. Ah ja. Und da haben wir schon ein bisschen drauf geachtet, dass er auch dann wirklich viel Schlechtwege-Paket bekommt, so ungefähr dann. Ja, geil. Da sieht man auch nochmal, also in der Planung auch, ne, wie weit die Gedanken teilweise dann auch reichen, wenn man sich so einem Projekt widmet dann auch. Genau, also die Planungsphase, ohne dass ich mir jetzt Stress gemacht habe, das hat so ein knappes Jahr gedauert. Ja. Also das Lastenheft war lang genug, bevor der Bus dann in die Produktion gegangen ist. Ja, das glaube ich. Und wie war es für dich dann so? Also Lastenheft entsteht ja schönes Bild im Kopf, was man dann so hat und man denkt an die Zukunft. Und dann geht es ja irgendwann los, dann geht es ja ans Eingemachte und der Prozess beginnt. Ja, der Prozess, der hat damit begonnen, dass ich kein entsprechendes Basisfahrzeug gefunden habe und habe dann klassisch auf einer Webseite mal so eine Annonce geschaltet, suche das und dies und jenes, idealerweise schon in einem ganz guten Zustand. Ja. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der sagte, Mensch, ich mache sowas. Habe mich mit dem dann ausgetauscht und sagte, ich habe hier 90 Busse, da kannst du dir einen aussuchen. Es sollte nicht nur ein Synchro sein, er sollte noch zwei Sperren haben und solche Geschichten. Und der hat mir dann angefangen, diesen Bus zu bauen, aber nicht in Deutschland, sondern in Sarajevo. Ja. Und
ist natürlich schwierig, wenn man das nur über Fotos und Videos macht und, und gar nicht mal so eben um die Ecke gucken gehen kann. Und ja, nach einem guten Jahr war der Bus dann da und ja, sowas sollte man natürlich auch ausgiebig testen und mal Probe fahren, bevor man sowas dann ausliefert. Am Ende des Tages war das viel Lehrgeld, weil die komplette Technik musste nochmal gemacht werden. Ja. Also ich glaube, Karosse können die ganz gut und jeder auch, das sehen wir nachher. Aber Getriebe, Motor, also Motor habe ich zweimal dann hier machen müssen, nachdem er dann auch in Deutschland einmal neu gemacht wurde, ist der dann auch. Nach 1000 Kilometern hat er sich verabschiedet. können wir nachher auch gerne mal reingucken. Ja. Also jetzt hat den jemand gemacht, der das, glaube ich, ganz gut kann und die Getriebe gleich mit. Und einmal, man denkt immer, das ist ja so simple Technik, aber eigentlich ist da doch relativ viel Technik in so einem Synchro drin, die einfach funktionieren muss, weil sonst macht es keinen Spaß. Muss miteinander spielen. Ja. Genau, genau. Ja. Das muss harmonieren. Und das vorher haben die zwei verschiedene Sprachen gesprochen. So und Technik dann nachher, genau. Ja. Aber ich finde das interessant, mal aus deinem Mund zu hören, ne? Weil diese Erfahrungswerte, die haben wir als Betrieb natürlich auch gesammelt. Ne? Wir haben in dem einen oder anderen Video darüber gesprochen, dass wir sagen, wir fahren die Busse, wenn wir eine Komplettrestaurierung gemacht haben, auch erstmal 1000 Kilometer, um nämlich genau sowas zu prüfen und zu schauen. Ne? Hält der Motor durch, hält das Getriebe durch, ist irgendetwas, was nicht funktioniert? Gibt es totalen Kack, der passiert, damit es uns passiert und nicht dir oder dem Kunden dann, der damit unterwegs ist? Ich meine, das ist ja unterm Strich, es ist ja ein Hobby. Ja. Und es ist ja nicht so, wenn man sich jetzt ein Auto bestellt, ne, dann bekommt man was herzlich Perfektes. Also man kann jetzt auch, monetär könnte man sich jetzt auch so ein California T6 4Motion bestellen. Ja. Dann ist man irgendwo in der gleichen Hemisphäre unterwegs. Ja. Und das ist ja eigentlich ja nur ein Verwaltungsakt. Ne? Ankreuzen, bestellen und irgendwann ist das Ding da. Und wenn man sowas restaurieren lässt oder es auch selber macht, wenn man das alles kann, das ist ja ein Leidensweg. Also man leidet da ja mit. Ja. Und dadurch, dass es ja nicht einfach nur ein Gebrauchsgegenstand ist, sondern wirklich ein Hobby, ist es ja eine Herzensangelegenheit am Ende des Tages. Und wenn es dann nicht so funktioniert, wie es soll und man diesen Prozess ein zweites Mal durchleiden muss, dann wird aus Lust irgendwann Frust, ne? Muss man schon aufpassen. Da bricht auch mal kurz das Bulli-Herz. Genau, also ich kann das jedem nur empfehlen, also wer sowas vorhat, sich ganz genau damit auseinanderzusetzen, wo man sowas machen kann. Ja. Ein bisschen kennt ihr euch damit ja aus, mit der Materie. Ich denke schon. Manchmal ist der Euro mehr besser investiert als der Euro weniger, dann schläft man auch besser. Wer günstig kauft, hat meine Oma immer gesagt, der kauft meistens zweimal. In dem Falle war es leider so, aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo aus dem Frust wieder die Lust kommt. Ja, ich denke, das merkt man Chris auch an, oder? Also da ist schon viel Freude bei, wenn man dir beim Reden und Beschreiben deines Busses zuhört. Ja, es macht auch Spaß, das entschleunigt ungemein. Ne? Ja. Das ist jedes Mal, wenn ich einsteige, so ein bisschen ein Gefühl von Urlaub, ne? Mit so einem langen Schaltknüppel und man will auch gar nicht schnell. Ne? Also so bei 100, 110, mehr gebe ich ihm nicht, sondern so schlecht für die Getriebe wieder. Das reicht. Ne? Ja. Also ein bisschen mehr schöne Musik an, ein bisschen mehr Landschaft gucken. Ja. Genau, und du bist aus Hannover zu uns gekommen. Genau. Reisegeschwindigkeit, sagtest du, waren so ungefähr 100? Ich habe so 100 laufen lassen, aber das Schöne ist, ich arbeite in Hamburg und ich weiß, wie lange ich normal nach Hamburg brauche. Und ich habe mit dem Bus heute genauso lang gebraucht wie mit meinem Firmenwagen, weil ich bin halt 100 konstant durchgefahren. Ja. Ne? Und sonst geht das ja immer hoch, runter, ne? So eine Sinuswelle von Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ja. Also so viel langsamer ist man unterm Strich gar nicht, wenn man das einfach laufen lassen kann. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Viel, viel entspannter eigentlich. Ja. Definitiv. Ich glaube, nachhaltiger auch. Wenn ich mir überlege, Energiekosten für den Bau damals, Restaurierung, ich weiß nicht, ob das heute alles so, aber das ist ein ganz anderes Seminar. Das ist, da können wir auch ewig drüber schnacken, über dieses Thema. Lass uns vielleicht einmal weitermachen. Wir gehen außen noch mal ein Stück weiter. Über den Schnorchel haben wir gesprochen. Genau. Was haben wir hinten noch? Ja, hinten haben wir Reserverad noch dran. Ich glaube, das ist so klassisch, dass viele Synchros hinten dran, zwei Kanister, die sind auch leer. Also das wusste ich auch nicht, dass man in Deutschland keinen Sprit außerhalb vom Auto transportieren darf. Ah, okay. Ist so. Also ist mir auch neu. Ein paar Sandbleche noch. Toi, toi, toi. Ich habe sie noch nicht gebraucht. Also über Luftdruck und zwei Sperren kann man eigentlich sich ganz viel retten. Das ist dann so die letzte Instanz, bevor dann der Bergungsdienst gerufen werden muss. der Heckträger ist vielleicht ein bisschen anders, als die meisten das fahren. Ja. Man kennt ja so dieses Reserverad, was so wegschwenkt. Ne? Ja, genau.
Das ist nicht so komfortabel wie die Situation. Dafür bekommt man hier unglaublich viel dran. Also es gibt noch viel, viel mehr, was man da jetzt dran packen kann. Nicht so komfortabel, um an den Kofferraum zu kommen. Da flucht meine Frau immer. Man macht das Ding doch runter, wenn wir in Urlaub fahren. Ja. Mittlerweile, ich darf ihn dran lassen. aber dadurch, dass der Motor hier hinten ist, habe ich ja sowieso eine recht hohe Ladekante. Das heißt, zum Beladen im Alltag nehme ich ja eh die Schiebetür. Ja. Und das B- und Entladen, das ist dann meine Aufgabe. Also hat meine Frau mit dem Wegbauen auch nichts zu tun. Ja, das ist doch gut. Ja, genau. Was ich auch noch mal ganz charmant finde, ist halt dieses Schloss, was du hier zusätzlich angebracht hast. Ist ja quasi klassisches Fahrradschloss, aber auch noch mal doppelte Sicherung. Genau, es ist also alles an meinem Bus ist eigentlich hier mit solchen Teilen hier zugeschraubt, die man abschließen kann. Ja. Die Sandbleche aber eben nicht. Ja. Ne? Und dass die nicht irgendwo dann sich vermehren, wenn der Bus mal irgendwo steht. Auch das kann man überwinden, das Hindernis, aber ohne Werkzeug wird das dann schon eben ein bisschen schwierig. Ja, genau. Okay, coole Sache. Sonst auch klassisch eine Markise, die dran ist. Es war eine Markise zu finden, die komplett schwarz ist, das war echt eine Herausforderung. und in Zeiten von Corona dann auch noch die Lieferzeiten, also Italien war dann ohne Markise, das war ein bisschen unschattig manchmal. Ja, ja. Sonst vom Setup ist er soweit eigentlich. Genau, hier haben wir nochmal die Zusatzschlösser, ne? Auch für die Schiebetür. Also auch für die Schiebetür, für die Fahrradtür. Kofferraum ist ein bisschen sowieso ja geschützt durch das Monster, was hinten dran ist. So ein Highlight so bei meinem Bus finde ich so vorne der Bügel. Und also ohne Quatsch, es ist alles eingetragen. Es ist alles eingetragen an dem Bus in den Fahrzeugpapieren. Ja. Also man findet ja auch so einen Bügel, das ist ja kein, Alu wird nicht viel bringen, es ist ja Stahl. Edelstahl war es damals nicht, das heißt, die sind alle durch, die muss man eigentlich, also der ist, glaube ich, auch zu 70%, sind es Neurohre, die da reingekommen sind. Und jetzt vor kurzem ist auch noch so ein Südafrika-Grill reingekommen, mit den runden Scheinwerfern drin, also den vier runden Scheinwerfern. Da habe ich auch lange nach gesucht, das wollte ich damals schon haben. Ja. Aber das ist auch geil, Südafrika, ja so mag ich auch. Ne? Genau. Ja, wir haben mal überlegt, ob wir die nachbauen. Sind aber noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Ich kann es nur empfehlen, viele, die so ein Ding wollen. Und die werden wirklich für gebraucht, reparaturbedürftig, teurer als ein normaler Grill gehandelt. Ja. Und, also ist alles Geschmackssache, ob rund oder eckig. Ist ja sowieso immer Geschmack. Ich mag das so ganz gerne. Ja. Kann man auch drüber philosophieren, ewig lang, ne? Wenn man möchte. Lass uns mal, ich glaube vom weiteren Fahrplan her wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir einen kleinen Spannungsbogen reinbauen. wir gucken jetzt mal vorne ins Cockpit rein. Gerne. Dann kriegen wir einen kleinen Eindruck, was den Zuschauer vielleicht dann auch im quasi Wohnbereich hinten erwartet. Dann gehen wir über zum Motor. Da müssen wir ein paar Sachen dann abbauen. Und dann fahren wir nochmal auf die Bühne und gucken uns den von unten an. Ja, ja dann doch. So, ich mache mal die Tür auf. Ja, ich hoffe, der ist auf, so der Klassiker. Das haben wir auch schon hinbekommen, ein paar Mal. Guck mal hier, film einfach rein, Benni, kriegt man schon mal einen kleinen Eindruck einfach. Ja, du hast ja so angesprochen, Fahrerkabine und Wohnbereich. Ich habe das also versucht, dass das alles so ein bisschen wohnlich wird. Und nicht so der klassische Kutschenlenker-Bock vorne ist, sondern dass es auch da ein bisschen gemütlich eben ist. Alles beledert in dem Bus und zum Teil auch so alte Original-Westfalia-Stoffe, das sind so die Streifen in den Seiten rein, um das Grün wieder irgendwo so ein bisschen aufzugreifen. Dann haben wir klassisch so die Zusatzinstrumente drin, also gerade wenn man so nach Italien fährt und dann über die Alpenautobahn muss, dann so Temperatur ist immer ganz gut, die mal zu kontrollieren zwischendurch. Das ist eigentlich auch eine schöne Stelle, wo du die hingebaut hast. Ja, dass man dem Kleinen, also der Motor ist ja klein, ein kleiner Diesel eigentlich, auch mal eine Verschnaufpause dann gönnt zwischendrin. Und ich denke nichts, was man so nicht kennt. Meine Kinder haben angefangen, sagten, Mensch, Papa, wir brauchen immer so einen Aufkleber von den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Ja. Wir haben das jetzt oben von innen quasi an diesen Sonnenblendstreifen, kommt jedes Land immer dazu. Jetzt geht es demnächst nochmal nach Österreich, also nochmal eine österreichische Flagge kleben wir jetzt nicht. Aber das ist eine schöne Idee. Genau. GoPro mit drin, wenn man irgendwo eine schöne Strecke mal fährt, dass man das so ein bisschen festhalten kann auch für sich. Ne?
Ja, dann sind so kleine Spielereien, also das original alte Lenkrad, was drin ist, also das von ohne Servo, er hat ein Servo, das ist mit der Radreifenkombination auch ganz gut. Ja. Dann haben wir so Daumenauflagen noch mit reingemacht, wie man das von so Motorsport-Lenkrädern kennt oder so eine 12-Uhr-Markierung. Das braucht man natürlich nicht. Also in den Geschwindigkeiten ist man jetzt hier nicht unterwegs. Ja, es geht auch um Geilheit manchmal. Auf manche Sachen hat man auch einfach Bock. Ja, es ist, ja, ne? Also genau. Ja, Funkgerät noch. Also wenn man irgendwo mal da ist, wo der Handyempfang einen dann verlässt, so Stichwort wieder Hippie Trail oder sowas, dass man zumindest mal versuchen kann, sich vielleicht Hilfe zu holen, wenn es mal notwendig ist. Also was ich jedem Busfahrer, der wird es auch kennen, empfehlen kann, ich bin ein Riesenfan von diesen Ausstellfenstern. Ja. Das ist Klimaanlage der 80er Jahre. Genau, ne? Also Winterbetrieb und jetzt Sommerbetrieb. Ne? Da, die sind super, die sind wirklich gut. Sonst wird es manchmal auch ein bisschen warm. Also er ist halt gedämmt mit Alubutyl und Amaflex, reichlich. Ich glaube, heute würde ich nicht mehr so viel kleben, weil ein gewisses Gewicht haben wir jetzt hier auch. Aber es wird schon warm sonst. Ja. Ich muss mal eine persönliche Frage stellen, weil es mich interessiert. Ne? Dieser Schaltknauf, da ist ja jetzt hier so eine Bowling 8-Kugel drauf. Genau. Das nächste Video, was wir drehen werden, mit einem Kunden von uns, der hat denselben Knauf. Ja. Ist das das? Also steht das mit irgendwas im Zusammenhang oder ist das einfach nur ein Knauf mit einer Bowlingkugel drauf? Ich fand den einfach nur cool und musst du mal drauf gucken, da wo der vierte Gang ist, steht keine 4, sondern schon ein kleiner Spruch und das war eigentlich so der Grund, also dieser, ne, also fast ist relativ, aber dieser Spruch auf dem Schaltknauf, gemessen an der Höchstgeschwindigkeit von dem Auto, ist ja so ein Paradoxum irgendwo so ein bisschen. Und das fand ich einfach ganz cool. Und ich finde, das fühlt sich angenehmer an als dieser Originalknauf. Der ist ja schon relativ klein eigentlich. Und wenn man jetzt ein bisschen größere Hände hat, habe ich gerne auch ein bisschen was zum Anfassen. Dann. Ja, ist eigentlich, darf man das sagen, Benny? Fucking fast? Das darf man sagen, ne? Ich glaube, heute ist es total gedacht, weil das steht da drauf. Genau. Bei unserem Kunden steht das auch drauf. Das ist der Hyperschallgang. Schallgang. Und der Bus von unserem Kunden, ne? Das ist auch ein weißer, schöner T3-Bus mit einem Wasserboxer-Motor, Motorcode SS drin. Der geht ab wie Schmitz Katze. Und mit dem drehen wir das nächste Video. Und der hat sich dazu bereit erklärt, dass wir mal von 0 auf 100 die Zeit messen. Ich bin gespannt, was da rauskommt, weil mein Empfinden ist, der ist wirklich fucking fast, der Bus. Also da mache ich jetzt nicht mit meinem. Wir können das dann über den Steigungswinkel im Sand, können wir dann gehen. Genau. Alright, gut. Ja, von der Technik her gibt es Scheibenbremsen hinten noch bekommen vom T4. Ne? Ein anderes Fahrwerk, was ein bisschen straffer ist, was man auch in der Härte von den Dämpfern noch einstellen kann, weil wir hier auch nicht mehr im Ausgangsgewicht unterwegs sind, sondern ein bisschen schwerer und auch wenn es nicht so stark beschleunigt, man muss es aber auch eben entschleunigen, also abbremsen können und ich glaube, da ist eine Scheibenbremse zeitgenössischer als eine Trommelbremse. Ja, auf alle Fälle. Ja, wollen wir mal in den Wohnbereich reingucken? Ja, gerne. Von der Technik kriegen wir ja gleich dann nachher, wenn wir ihn auf der Bühne haben, nochmal unten rum so ein bisschen. Machen wir einfach auf. Ja, Wohnbereich. Schon also, geil aus. Ich habe ja eben schon mal das Wort Leder in die Hand genommen, oder in den Mund genommen. Ja. Also beledert ist alles so ein bisschen an diese alten Mercedes-Sitze, so von den W123 angelehnt. So war so die Idee. Das ist auch ganz gut geworden. Und wir sehen ja nicht so diese klassische Westfalia-Ausstattung. Ich habe so aus allen Buswelten mir so das zusammengesucht, ob ne, Karavelle-Bereiche, Multivan-Bereiche. Und hat mir da quasi so mein Frankenstein-Konzept. Der individuelle dieses, Frankenstein. Bulli-Kannibalismus ja mal kriegt, dieses Wort. So ein bisschen war das dann hier auch, sich die Teile zusammenzusuchen. Mir war wichtig, halt eine breite Bank zu haben. Mhm. Und in der Tat sogar, wenn die ganz ausgeklappt ist, können wir auch zur Fürcht mal quer drin liegen. Mhm. Also ich würde so mit... Ach krass, ja. Ich glaube, wir sind ähnlich groß. Ja. Also mit ausgestreckten Beinen wird das bei uns jetzt nichts. Aber... es soll ja auch eben so ein Wochenende Freizeitmobil sein. Dafür tut es das voll und ganz. Aber das Leben spielt dann eigentlich ja eh meistens draußen statt. Ja. Der Markise am Strand irgendwo.
ja, Back-to-Back-Sitz war mir wichtig, dass wenn ich mit meiner Frau mal unterwegs bin, dass man halt gegenüber, klassisch, wie man das aus der Küche zu Hause kennt, auch dann mal dinieren kann. Ein Käffchen trinken kann. Und ansonsten haben wir hier ganz klassisch ein Waschbecken drin, einen Tisch, den wir noch schwenken können in alle Richtungen, die wir brauchen. Oder hier oben noch so ein, der Kocher dann drin. Ja. Also jetzt mit der Küchenrolle drüber ist Kochen eher schlecht. Ja. Ja. Man kann es da drin kochen, die muss man dann abnehmen oder man stellt es draußen hin. Ja. Oder hier oben auf den Drehtisch, wo auch immer. Eine Standheizung haben wir noch drin. Himmel haben wir in Schwarz gemacht. Nicht so, ist ja normalerweise meistens, glaube ich, beige, aber da seid ihr, glaube ich, mehr Profi drin. Ja. Vorhänge zum Zumachen, dass es dann auch wirklich dunkel ist. Mhm. Und das hier ist so, das ist da, wenn man sich da mal vermisst, so von der Breite. Stimmt, da ist eine kleine Delle drin. Man kann es passend machen, das ist einmal Augen zu und die Schiebetür dann mit Schwung zumachen, dann passt es auch wieder. Aber das ist, ich sage, das ist ein Mülleimer. Ne? Also, dass man so beim Schnippeln, beim Kochen eben alles darüber machen kann. Feuerlöscher fürs gute Gewissen, dass wenn es vielleicht mal notwendig ist. Ja, man weiß nie, man weiß nie. Vielleicht braucht man es auch einfach nur, um wem anders mal zu helfen. Ja, genau. Genau. Einen dabei zu haben, macht auf alle Fälle irgendwie Sinn. Korrekt, ja. Ja, und dann, wie gesagt, ist ja ein Familienauto. Also meine Frau hat dann auch so ein bisschen hier so Lichterketten und hier so. Das ist ein das Kerzen, sind doch, so, genau. Das sind doch auch indische Elemente, oder? Oder genau. Das ist so ein bisschen schon an diese Idee mit dem Hippie-Trail nach Indien so ein bisschen angelehnt. Ja. Genau, ein Dachschrank hinten noch drin, dass man so ein bisschen Klamotten noch unterbekommt und so ganz interessante Taschen, die man, die werden so reingeklettet in die Fenster, dass man so wieder rausnehmen kann. Ich habe es jetzt zufoliert, aber auch da könnte man Plug and Play machen, da kriegt man auch noch so ein bisschen Kleinstuff halt unter. Und hinten sitzen die Kids, wenn wir in Urlaub fahren, dann haben die dann ihren Walkman und den ganzen, Walkman, also das ist mittlerweile das MP3-Player, das, das ist so meine Zeit eher mit dem Walkman. Ne? Du bist auch eher der analoge Typ. Ja, genau. Ne? Dass sie ihre Klamotten da hinten dann verstauen können und nicht beim Bremsen, dass dann alles nach vorne fliegt. Und Kühlbox, also auch da haben wir mit dem Leder nicht Halt gemacht. Auch die ist beledert und das Coole an dem Ding ist, also die kannst du ja umstellen, von kühlen auch auf gefrieren. Also im Sommer haben wir immer lecker Eis dabei. Ah, super. Und ich weiß gar nicht, warum die war. Ach so. Genau, und da habe ich jetzt entdeckt letztens irgendwo mal im Supermarkt. Wir sind ganz große Thailand-Fans auch. Ja. Das ist so ein Ding, das schmeckt echt authentisch thailändisch. Ne? Ja. Und normalerweise machst du das Ding, stellst du so in die Mikrowelle rein, aber das kriege ich jetzt hier nicht verbaut. Kannst du auch auf den Topf machen. Und ich habe immer so ein Ding dabei, dass wenn du mal so einen kleinen Hunger hast, also ich fahre ja irgendwann heute wieder zurück, ich weiß schon, dass es dann das geben wird. Und eins hast du immer zu wenig dabei, finde ich. Wasser ist ja immer so ein Ding. Ja. Ich habe jetzt hier 2x5 Liter, das ist jetzt ja nicht die Welt. Ne? Nee, das Abwaschen ist immer doof und Müll muss auch irgendwo hin, das faltest du klein zusammen. Kannst du auch aus der Box essen. Ja. Das ist für so einen Wochenendtrip ist das ideal. Das ja. ist halt super. Ja, geil. Und es ist wirklich so, es ist typisch Thai, ne? Und nicht so europäisiert. Und, das und wie macht man das? Wird da in der Mikrowelle oder wird da Wasser drauf gegossen? Oder das stellst du so, wie das ist, in die Mikrowelle. Machst du die Folie ab, stellst du in die Mikrowelle rein. Ja. Und kannst ja hier so, steht auch da irgendwie so drauf. Also man macht nur diese Folie runter und stellt den geschlossen in die Mikrowelle. Ah ja. Das ist nach 5 Minuten fertig und dann da ist auch kein Plastik mehr drin oder sowas. Ja. Das ist alles da drin. Da ist nochmal so ein Pappschälchen, dann kippst du das zusammen. Oder du kannst auch auf dem Herd machen. Ja. So, und jetzt komme ich wieder ins Spiel. Also das ist ja so ein Mini-Herd. Ja, ja, ja. Ja, sehr unterwegs. Gut. Ja. Und, selbst wenn du das nur so irgendwie gekühlt mitnimmst und nicht auf Freeze stellst im Sommer, kannst du das auch 48 Stunden gekühlt. Und wenn wir jetzt irgendwo so einen Tag am See sind, Hannover. Ja, ja. Ihr habt hier auch ein paar Seen, ne? Und das haben wir in Hannover. Habe ich auch so 3 Seen um mich rum. Ja. Und da stehen wir auch einfach mal ein Wochenende, auch wenn es nur 10 Minuten Fahrzeit sind. Und da haben wir immer so 3, 4 von den Dingern dabei für so einen Snack. Das ist total cool. Also, ja, dann kann man sich mal gönnen, auf alle Fälle. Genau. Ne? Nichts für jeden Tag jetzt. Ne? Nein, also, aber für den kleinen Hunger nicht, zwischendurch. Für den kleinen Hunger zwischendurch ist das top. Ja. Also ich habe die für mich entdeckt und lieben gelernt. Das ist schön. Das ist echt. Ja. Ne? Genau. Und ansonsten sehen wir ja auch hier noch den kleinen Obstkorb. Ne? Ja, das gibt es dann auch mal eine Banane eine oder einen Apfel. Funktionsablage, ne? Also im Winter hast du dann, wenn wir von der Skipiste kommen, fliegen da die Mützen und Schuhe rein. Und ansonsten habe ich da genau, so einen Obstkorb. Also das, was es auch eigentlich für die Küche so ist. Ja. Ne? Also mit so einem hypermodernen Schwingungsdämpfer. Sehr gut. Genau, ja. Und das, dann haben wir hier noch so ein Schaltpanel, da kann man eben so ein paar Sachen dann steuern, kannst dein Handy noch laden oder sowas, aber kannst darüber eben auch so Kühlbox an, ausmachen, Licht an, ausmachen.
Wasserpumpe hier von an ausmachen. Ja, es ist Spielerei. Also eigentlich hat da jedes Gerät so seinen An- und Ausschalter, ja. Aber ich wollte so ein Schaltpanel. Ja, na klar, auf alle Fälle. Ich habe das geschenkt bekommen in dem Rahmen von diesem Busprojekt, ja. Und deswegen war es mir auch wichtig, das dann einzubauen. Da haben auch viele Freunde halt mitgefiebert und zum Teil auch mitgelitten und mussten meine schlechte Laune ein bisschen mitertragen. Gut, dass man nicht allein ist. Und, aber jetzt freuen wir uns drüber, wenn wir auch mit ein paar Leuten einfach mal irgendwo, weiß ich nicht, zum Konzert fahren oder sowas. Und, also der hat eine große Fangemeinde im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, das glaube ich. Und ganz wichtig hier, der Please Do Not Disturb-Anhänger, wenn man dann mal Fan ist, der noch draußen dranhängt. Ja, der ist geil. Ne? Ja, genau. Super. Ja, schöne Sache. Also man richtig, könnte auch richtig hier gut. Make My Room machen, aber... Das ist schon ein bisschen frech da. Genau, das sind hier aus dem maritimen Bereich. Ah ja, guck mal hier noch, Getränkehalter. Die klassischen Getränkehalter, die sind jetzt hier aus Edelstahl. Die brechen auch nicht so leicht ab, wenn die Kinder da dran rumfummeln. Ja. Und waren eh nicht mehr vorhanden. Ich brauchte eh neue und fand das hier so zu den Leisten ganz schön. Und ich glaube, das ist so in sich... ganz stimmiges Paket. Ja, auf alle Fälle. Genau. Ich finde es cool. Dann wollen wir mal zum Motor gehen? Gerne. Schön. Ich hole mal Werkzeug. Braucht man ja beim T3 bekanntlich immer. Sorry. Sollte man mit dabei haben. Ja. Ich hole mal einen kleinen Tritt. Den brauchst du, sagtest du, ne? Ja, genau. Ja. Komm sofort wieder. So, wir müssen ein bisschen Teamwork machen. Nutz mich als dein Assistentin. Das wiegt nämlich ein ganz kleines bisschen. Das ist so der Nachteil daran. Ja. Also normalerweise hat man dann, also wenn man mit Kumpels unterwegs ist, vielleicht eine Kiste Bier oder sowas, die man da runterstellen kann. Sonst zerquetscht man sich so das, was in... Das ist übrigens ohne Quatsch, das ist mein Original-Bundeswehr-Rucksack von früher. Ah ja, coole Sache. Das hat ja endlich nochmal einen guten Einsatz gefunden. Ich fass mal an hier ganz kurz, ne? Ja, mach mal ein bisschen... Oh ja, genau. Guck mal, brauchst du auch kein Fitnessstudio? Ja, das wäre was für Fitnessfreak. Da kann er nämlich schön sich einen abtrainieren nochmal. Genau. Vielleicht und, für sein mobiles Fitnessstudio. Ne? Eine kleine Überlegung. Wenn es nicht mehr reicht, machst du die Kanister noch voll und kannst dich in 20 Kilo Rhythmen dann kannst steigern. Kannst du ein bisschen aufpumpen. Genau. Wenn du aufbauen möchtest. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen Teamwork machen. Ja. Also wir wollen ja an den Motor ran. So, das ist so das Körbchen zum Einkaufen. Das habe ich hier in der Hand. Genau, dann haben wir noch ein Deckchen dabei. Und ganz wichtig, wenn man mit Kindern unterwegs ist, Toilette. Das ist Toilette. Das ist Toilette. Also kannst du aufklappen. Einfach den Holzdeckel oben abmachen. Das ist ein super Sitz, wenn du so draußen irgendwo... Nee, ja, so das, da setze dich jetzt nicht drauf. Das ist mit Magneten fest. Also das Holzding muss nur runter. Ach krass. Ah ja, siehst du, das ist relativ... Und da kannst du dich auch super... auch innen drin so einfach mal... oder vorm Bus oder so. Ist ein Sitz einfach. Schöne Sache. Ja, und dann hier sowas, das kennen mittlerweile ja auch viele. Einfach so ein Hängetisch, den du an die Seite dranhängen kannst dann. Das ist so der Bereich, wo dann gekocht wird draußen. Genau. So. Die schön belederte. Das legen wir einfach mal hier drauf. Gleich, damit wir die Sonne ein bisschen genießen können. Also das geht auch ohne Quatsch. Wenn du da jetzt eine Kiste drunter hast, du kannst dich da drauflegen. Ja. Ne? Das ist so wie eine kleine Terrasse dann draußen. Ja. Mal hier noch schön Armaflex. So, macht jeder eine Seite, würde ich sagen. Und dann machen wir mal das Aggregat frei. Oh ja, guck mal an. Ja, ist ein klassischer VW-Bus-Motor mit ein paar Modifikationen. Ist ja normalerweise der 1,6 Liter der JX-Motor drin. Ja. Und auch das war so in diesem Planungsprozess, was machst du jetzt motortechnisch? Man muss ja auch, mit zu viel Leistung ist ja beim Synchro auch nicht so gut, so Stichwort Getriebe wieder. Da ist jetzt ein 1,9 Liter AAZ drin. Auch einmal komplett neu gemacht, wirklich alles einmal dann komplett neu, dass es auch vernünftig funktioniert. Ja. Und das hier war auch noch eins, so ein Upgrade im Nachgang, also das sind dann Silikonschläuche. Die sind aus den USA und ich habe schöne Grüße an Frank, der das gemacht hat. Also wir haben hier aus dem Motorsport so einen Catch-Tank oder sowas dann drin, ne, für die Kurbelwellenentlüftung. Und der hat den Motor einmal gemacht und die machen auch ganz coole Sachen. Also nicht nur, dass sie so Teile auch in Amerika bestellen, standardisiert. Die bauen auch selber jetzt hier dieser Kühlwasserkasten aus Alu. Ne? Ich habe auch vorne einen Vollaluminiumkühler jetzt drin und einen dicken Ölkühler noch. Und das bauen die halt, das bauen die selbst. Ja. Und der hat mir den Motor gemacht und als ich ihn abgeholt habe, habe ich gedacht, das ist
also geht schon ganz gut im Vergleich zu vorher. Ne, also das macht schon Spaß. Also es ist kein Rennwagen, aber jetzt ist es zuverlässig und funktioniert einfach, wie es funktionieren soll. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man vor der Fahrt nicht guckt, ob man das Portemonnaie dabei hat, sondern alles an Werkzeug dabei hat. Ja. Das ist genau. Ne? Und das ist halt, also wir haben den Bus einmal auch komplett, also bis vorne zur Spritzwand hoch ist der mit Alubutyl auch einmal abgedämmt. Nachteil ist, das wiegt halt schon einigermaßen viel, das Zeug. Aber ich meine, aerodynamisch ist das ja eher so ein fahrendes Schloss Neuschwanstein. Mhm. Das hat ja schon mal Windgeräusche. Dann hast du die großen Stollenreifen drauf. Dann ist so ein Bus von Hause aus auch so ein Diesel einfach laut. Ja, ja. Und jetzt ist das wirklich leise. Mhm. Also das Auto ist leise. Du kannst dich normal unterhalten und Musik hören und musst nicht deinen Beifahrer anbrüllen. Ja, ja. Das ist schon ganz gut, ja. Also man hat eigentlich so ein bisschen auf der Gewichtsseite verloren, also weil man ein bisschen schwerer geworden ist, auf der Komfortseite aber ein bisschen dazu geworden. Also wir sind jetzt hier bei 2250 Kilo, so wie er hier steht, ohne eine Person drin. Also mit vier Leuten und Gepäck sind wir dann wirklich am Limit. Ja. Aber das ist jetzt noch so der letzte Schritt, dass er aufgelastet wird. Dann sind wir soweit auch durch. Ne? Dann, was halt so beim Synchro ist, beim Schlechtwege, ne? Das ist die Entlüftung halt nach oben raus, dass du auch wirklich die Flurtiefen erreichen kannst bei Wasserdurchfahrten. Ja. Solange es die Türdichtungen mitmachen und nicht ein Auto mit Wasser. Ja. Also von der Technik her könnte er es jetzt. Ob ich das wirklich durchziehe, ist ein anderes Seminar. Genau. Ja, schöne Sache. Also wirklich. Sieht auch, wirkt auch gut, der Motor. Ne? Also es ist also hochprofessionell. Ja. Also der ist jetzt alt, weiß ich nicht, 5000 knapp. Also ich habe die Klappe auch seitdem nicht mehr aufgehabt. Also klassisch Öl prüfen, Wasserfüllstand kannst du hier hinten prüfen. Da ist jetzt auch nichts geschönt oder sauber gemacht. Und was ultra viel wirkt, also der hat die komplette, da sehen wir dann auch vielleicht nachher noch, die Verblechung unten drunter aus Edelstahl, dass der Motorraum zu ist. Und dann saut der auch einfach nicht so zu. Ja, ja. Das ist auch ein schönes Stichwort. Vielleicht nutzen wir das. Ja. Es sei denn, du hast noch irgendetwas, was du hier hinten im Motorbereich erzählen oder loswerden möchtest? Nein, also er ist jetzt nicht irgendwie modifiziert auf ein Biturbo oder irgendwelche fiesen Matenten, sondern Standfestigkeit und Langlebigkeit war das Stichwort. Was man halt so machen kann, so mit Kanäle, ein bisschen polieren und sowas. Also Soft-Tuning, sage ich jetzt mal, auch was TÜV-technisch soweit alles in Ordnung ist. Ja, weil wenn man es auf hat, dann kann man sich der Sache ja auch mal widmen. Aber ansonsten ist das ein ganz normaler AAZ, der einfach vernünftig aufgebaut und vor allem auch gut eingestellt ist. Ja. Dann habe ich noch mal eine Frage. Du bist, so habe ich es zumindest verstanden, ja kein Techniker, typischer Schrauber. Du bist studierter. Ich bin Vertriebler. Ich bin, wer nichts wird, wird Wirt. bin Betriebswirt. Ich habe wohl mal Fahrzeugbau studiert. Habe dann nach dem Vordiplom feststellen müssen, auch wenn man gut in Mathe ist und Mathe liebt, das ist eine andere Hemisphäre. und habe dann eben umgesattelt. Ich habe schon immer, seit ich 18 bin, an Autos rumgeschraubt. Ja. Ne? Ich kann auch ein bisschen schrauben, aber jetzt so komplett Motor machen, da bin ich jetzt auch raus. Ja. Ich habe jetzt auch viel an dem Auto wirklich auch selber gemacht. Es gibt aber eben Themen, wo dann einfach Profis ran müssen. Da ist so wieder das Stichwort, wie wenn günstig kann auch in die Hose gehen, lieber mal mit Profis. Und ich habe auch zum Glück bei mir in Hannover eine Werkstatt. Und schöne Grüße an den Axel. bei mir direkt um die Ecke, der mich in meinem nachgänglichen Leidensweg betreuen durfte. Und wirklich ganz viel ausgemerzt hat an dem Auto. Und da ist er auch gut aufgehoben. Und auch da, wenn ich mal eine Frage habe, es ist einfach wirklich wie Nachbarschaft. Das ist gerade um die Ecke. Da muss man einfach Leute ranlassen. Aber ich bin kein klassischer Schrauber. Mhm. Ich mache das herzlich gerne. Ja. Aber oftmals ist es einfach die Zeit. Ne? Man hat einen anstrengenden Job und dann noch zwei Kinder, die auch was vom Papa haben wollen. Ja. Eine Frau gibt es auch noch. Und ich bin immer froh, wenn ich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde abzwacken kann, ne, wo man ein bisschen was rumbasteln kann. Aber wenn du einfach anfängst zu schrauben, das kennt ihr selber, dann sind ja zwei, drei, vier Stunden nichts. Die sind dann ja einfach auch weg. Und, ja. Und mehr. Ja, ja, der klassische Schrauberwahn. Genau. Und ja, aber ich sag mal so klassische Sachen wie Ölwechsel, so Service machen,
Wobei ich muss feststellen, so viel Spaß wie früher macht es auch nicht mehr. aber ich sag mal, so, dass man auch ankommt, kann ich mir schon selber dann auch helfen. Ja, cool. Ja. Also Riemen wechseln, wenn sie mal wegfliegen sollten, das geht dann schon. Aber ich hoffe, dass ich jetzt in den Genuss des Fahrens komme, nach der ganzen Geschichte davor, und nicht so schnell wieder ran muss. Und wie ist es für dich? Du kannst das bei dieser Art von Motoren oder Fahrzeugbau noch machen, also selber was schrauben, auch, oder würdest du auch bei den moderneren Fahrzeugen? Ja, da bin ich raus. Also, raus, also sobald der Laptop ins Spiel kommt, bin ich raus. Genau. Ich habe letztens ein ganz schönes Foto gesehen, hat gestelltes Foto, Käfer, Heckklappe auf, riesen Kabel raus und war da an eine Schreibmaschine angeschlossen. Also Chiptuning bei Oldtimern. Ja. Also ich bin dann eher die Generation Oldschool. Ja. Wenn das alles so mechanisch dann funktioniert und es gibt ja super Reparaturleitfaden, man kann sich wirklich viel einlesen, es gibt viele Foren, wo man sich auch, oder Axel, wo man sich mal Rat holen kann, wenn man unterwegs ist. Und dann kann man schon, kann man einiges machen, aber sobald das hier Hightech ist, bin ich raus. Ja. Das, nein. Ja, also ist für dich auch ein Stück Lebensgefühl dann, oder? Total. Es ist eigentlich eine simple Technik. Mhm. Durch den Synchrostrang kommt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Komplexität ins Spiel. Im Vergleich zu den neuen Autos aber immer noch überschaubar. Ja. Und der Grund war, warum ich mir sowas hier geholt habe, ist, wenn du so Fernreisen planst, ich wollte was haben, was theoretisch jeder überall reparieren kann. Ne? Ob das eine Reparatur für Dauer ist, ist ein anderes Seminar. Ja. Aber erstmal so, dass du weiterkommst. Ja. Und wenn ich jetzt mit dem T6 irgendwo in Indien hängen bleibe, theoretisch, weiß ich nicht. Aber da kann man nicht mal eben mit Tape was tüdeln. Genau. Also im Prinzip brauchst du hier einen Werkzeugkasten, ein bisschen rostigen Draht und Klebeband und so ein, zwei Riemen im Gepäck und dann geht es eigentlich immer weiter. Ja, ne? Ja. So, und das war auch so das Ziel, eine altbewährte Großserientechnik zu haben, die, ich meine, was brauchst du ein Diesel hier? Ne? Ein bisschen Glühkerze, ein bisschen Diesel, ein bisschen Luft, ein bisschen Öl, und dann ist gut. Mhm. Also, in der Theorie, In der Theorie, also jetzt wie gesagt, hoffe ich, dass wir soweit sind. Klar, wenn du irgendwo einen massiven Kabelbruch oder was hast und du die Stelle suchen musst, das ist dann schon nervig, aber auch das kann man messen. Es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Das stimmt. Das ist das Schöne. Ja. Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen einmal wieder zu. Genau. Fahren den Bus auf die Bühne und gucken ihn uns nochmal von unten an. Dann tu mir das. Endspurt mit dem Video. Dranbleiben. Ja, Mensch, dann würde ich vorschlagen, wir arbeiten uns einmal von hinten nach vorne. Ja, gerne. Und ich drücke dir einmal noch eine kleine Lampe in die Hand. Die geht hier oben dann an. Einen kleinen Spotter. Einen kleinen Spotter, genau. Und je nachdem, worüber wir gerade sprechen, am besten ein bisschen hinleuchten. Und dann. Ja, wenn wir hinten anfangen, also das ist ja normalerweise, das ist ja so die Schutzwanne beim Synchro hinten. Hier haben wir noch eben mal eine Öffnung geschaffen, dass man auch, weil die Ölwanne vom Synchro hat ja zwei Ablassschrauben, dass man eben nicht nur an die eine rankommt, sondern auch an die andere, um ihn komplett ausbluten lassen zu können. Und das sind eben so die Bleche, die dann so außenrum auf beiden Seiten den Motor wieder abdichten dann. Und also sicherlich auch mal ganz gut, dass kein Stein so in die Riemen reinfliegt oder so. Aber er bleibt doch einfach sauber. Das ist so. Ja. Wenn man ran muss, ein bisschen angenehmer, wenn man auch was sieht. Ne? Ja. Genau, dann Scheibenbremsen hinten hat er bekommen vom T4. Mhm. Hat auch Edelstahl, so Stahlflexschläuche dann bekommen. Das ist einfach ein bisschen normal, dass das ja starr, so eine starre Leitung. Ja. Das arbeitet ja trotzdem ein bisschen, dass es eben ein bisschen mehr Flexibilität ab kann, dass es eben. Offroad-taugliches Fahrwerk, dass er ein bisschen mehr Höhe gewinnt und auch ein bisschen straffer das Ganze ist. Also das ist jetzt auf 3 Tonnen Maximum ausgelegt. Die hat er nicht, ne? Aber er könnte, wenn er wollte. Ne? Gut, hier drin ist halt relativ so viel Fett. Ja, ja. Der ganze Bus ist eh konserviert, dass da auch gut so rostmäßig nicht so viel bald wieder dran ist. Tropft er noch schön ab im Sommer? Bitte? Tropft er noch schön ab im Sommer oder hat es schon ein bisschen gelegt? Es hat sich schon was gelegt. Ne? Ja. Also man sieht ja auch hier wieder, dass immer mal wieder neues Fett und so drankommt, wenn ich mal irgendwo dran bin oder Axel irgendwo dran. Ja, ja. Genau, Standheizung hat er jetzt auch dieses Jahr bekommen. Ist ja hier der Auspuff von der Standheizung. Mhm. Ja, hier ist so der Dieselfilter dann. Ist ja klassisch so eine Bypass-Situation, dass man dann sich den Diesel abgreift.
ja, die Kabel kann man vielleicht immer ein bisschen schön machen, die sind nicht abgeknipst, sondern zusammengetüdelt. Ich habe so wegschneiden, ist weg ist weg. Ne? Ja, ja. Wenn man es doch mal irgendwie umbaut, dann genau. Ne? Dann, ja, die Schutzrohre hier halt übers, upsala, wo sind wir denn hier am Schaltgestänge? Dann haben wir die Kühlwasserrohre, die sind aus Edelstahl, dass da auch nichts mehr gammeln kann, weil wenn die halt mal wegknallen, dann Kühlwasser ist dann weg und dann ist schlecht. Das ist in der Tat sehr schlecht. Fahrgestellnummer, also das ist nicht lackiert, der Bereich, sonst wäre die weg gewesen. Brauche ich jetzt hoffentlich nicht mehr. Für die Anmeldung war es notwendig für den TÜV. Ne? Ja, dann haben wir noch die ganzen, also alle Lager, die der Bus eigentlich hat. Die sind, das sind jetzt Powerflex-Buchsen drin. Da scheiden sich ja auch die Geister. Die einen sagen original und das andere ist viel zu stramm. Ja. Also ich bin, hast du eine Meinung? Achso, Entschuldigung. Also ich bin es ja vorher original gefahren und hatte aber auch ein anderes Fahrwerk vorher drin. Marke sage ich jetzt nicht, aber das war furchtbar. Mhm. Jetzt mit der Situation und dem Powerflex-Buchsen ist super. Also vorher war das ein Segelboot. Ja. Ne? Das war wirklich Segelbootfahren. Jetzt ist das schön stramm, aber ich kann nichts Negatives sagen. Mhm. Und wesentlicher Vorteil ist gerade so die andere Buchsen, egal wo wir jetzt hier sind, die PowerTech bestehen ja aus zwei Teilen. Ne? Ja. Die steckt man ja so zusammen und irgendwo, wenn man liegen bleibt, hat man nicht unbedingt eine Buchsenpresse dabei. Ne? Ja, also die kann man theoretisch auch mal unterwegs. Aber ich hoffe nicht, dass ich es muss. Genau, dann haben wir hier vorne noch so diese Gelenkwellen, Gummi, Lappen, Schützer dran. Hat so ein bisschen den Nachteil. Ne? Also das, irgendwo schleifen die dann halt schon mal hier dran, ist aber nur Gummi, also die Farbe ist halt irgendwann weg. Ja. Aber dass die eben auch nichts abkriegen. Ja, ganz klassische Unterfahrbanne und ja, den Bügel macht man hier unten ja klassisch fest, das kennt man ja so. Und dann war der Bügel fest und das ist ja ein Riesenapparat und der hat auch Gewicht und wenn man dann oben mal so, also man konnte ihn bewegen und ich habe mir wirklich zwei, drei Nächte den Kopf zerbrochen, wie man das wegkriegt. Und die einfachste Lösung war einfach hier am Prallelement ein Stück Eisen auf beiden Seiten anzuschweißen, auf beiden Seiten und da nochmal eben ein Gegenlager zu schaffen. Der TÜV war damit total einverstanden, weil das keine Gefahr für Leib und Leben ist und dass hier oben der Bereich darüber würde auch wegknicken, nach oben weg, wenn was ist. Aber dieses Kippmoment hat man eben weg, weil hier sind ja noch Scheinwerfer dran. Und wenn das Ding vibriert, dann habe ich halt Krieg der Sterne vorne, ne? Wenn die Scheinwerfer an sind. Und das ist damit auch weg. Also wer so einen Bügel hat, das wirkt Wunder. Ja. Ja, genau. Ansonsten, es ist von unten immer noch ein normaler Synchro. Halt einmal alles weggestrahlt, was da war. Also der Bus war komplett auseinander, in Dreh gestellt. Ja. Keine Schraube mehr dran und dann nach dem Sandstrahlen ist das ja wie so ein Häufchen Elend, was übrig bleibt. Man sieht die ganzen Löcher. kennt ihr ja auch von der Karosseriewerkstatt bei euch. Und dann ging die Flexerei los und da stand nachher wie so ein Fachwerkhaus ohne Wände. So sieht es ja dann aus am Ende des Tages. Und dann geht der Aufbau wieder los und dann auch das konservieren. Ja. Viel also hilft viel. Ja, das ist super wichtig. Ne? Sonst sind die umfangreichen Arbeiten dann relativ zeitnah auch wieder für den Arsch. Also ich glaube, dass ich hier unten ganz gut aufgestellt bin. Mhm. Also ich bin gespannt, was Nähte ist ja auch immer so ein Thema beim T3. Mhm. Und gibt ja dann auch die zwei Möglichkeiten. Einmal die überlackierte Variante oder einmal die dick gezogene Gummivariante. Ich fand die überlackierte schöner. Ja. Sehe aber auch schon die ersten Stellen, weil es verwindet sich halt, wo der Lack reißt. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut konserviert und Epoxy drauf ist. Ja. Heute würde ich die andere Variante bevorzugen, weil es einfach langlebiger ist, aber auch da scheiden sich ja die Geister. Ja, da scheiden sich die Geister. Das ist eine Geschmacksfrage, das ist eine inhaltliche Frage, will ich es original, will ich es nicht original und viele Themen. Von Originalität sind wir hier jetzt eh ein bisschen, haben wir uns leicht entfernt. Das stimmt, darum ging es mir jetzt nicht so, sondern wirklich halten. Ziel war es, dass der Bus halt nochmal 30 Jahre eben gut und gerne übersteht und irgendwann will ich dem ja dann meinen Sohn übergeben. Ja. Und was für uns ja heute der T1 ist, wird ja für ihn dann der T3 sein. Ne? Ja, das, definitiv. Das ist ja dann auch so. Ja, schöne Sache. Ich würde vorschlagen dann,
eigentlich können wir dann zum Ende des Videos kommen. Halt jetzt mal hier die Hand auf den Rostfleck, gehört ganz dazu. Wenn ich ihn nicht dahin fühle. Nee, aber wir haben jetzt wirklich viel gesehen von deinem Bus, haben uns jetzt zum Abschluss den Unterboden nochmal angeschaut. Gibt es von deiner Seite etwas, was du vielleicht noch loswerden möchtest? Ansonsten würde ich ein kleines Schlusswort gleich einmal geben. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder. Also ja. Wenn mich nochmal irgendwas umtreibt, dann melde ich mich, wenn er dann doch wieder anders aussehen sollte. ich kann nur jedem nochmal sagen, überlegt euch gut, was ihr macht, wie ihr es macht, bei wem ihr es macht. Lasst es vernünftig machen, weil zweimal ist immer ärgerlich. Das ist immer doof. Ja, es geht viel Zeit ins Land, viele Nerven. Man kommt trotzdem zu einem schönen Ergebnis dann irgendwann. Und ich glaube, das haben wir heute auch ganz gut gesehen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Chris, dass du dir die Zeit genommen hast und extra aus Hannover angereist bist, um mit uns das Video zu drehen. Und genau um sowas soll es dann auch in der Reihe gehen, Leute und ihre VW-Busse. Um dich als Mensch, den Weg, den du gegangen bist, das, was bei deinem Bus dann rausgekommen ist, welche Pläne ihr habt. Und ich glaube, da haben wir wirklich einen schönen Eindruck heute bekommen zu dir, deiner Familie und der potenziellen Indienreise dann nachher, dem Hippie-Pfad zu folgen. Genau. Und ja, Dankeschön. Und ihr abonniert gerne unseren Kanal, schreibt in die Kommentare, falls ihr Fragen habt, gerne auch Fragen an Chris einfach in die Kommentare stellen. Wir kommen nicht so richtig mit der Beantwortung hinterher, muss ich ehrlich gestehen, das ist ein bisschen schwierig für uns gerade. Aber vielleicht könnt ihr auch Fragen untereinander beantworten und so supporten oder unterstützen wir uns gegenseitig in der Community so ein bisschen. Genau. Und abonniert den Kanal, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video, Leute und ihre VW-Busse. Wie gesagt, da geht es dann um die Beschleunigung von 0 auf 100 und wir messen die Zeit bei einem Wasserboxer. Seid gespannt. Macht's gut. Ciao. Ciao.